Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Pokémonks für die Nintendo 3DS. Ich liebe dieses Spiel. So, das letzte Mal haben wir uns auf Route 22, dem Detene-Weg, umgesehen. Und schau mal, ob wir jetzt... Ach, diese Rollschuhe, sie sind so schnell, aber so unkontrollierbar. Und schauen, ob wir jetzt Professor Platon treffen können. Hey, du da! Du bist eines der Kinder, die von Professor Platon Pokémon geschenkt bekommen haben, oder? Oh, das ist ja der Krabbelorden. Gegen Viola zu gewinnen ist kein Kinderspiel. Ja, es war nicht ganz einfach, aber machbar. Oh, aber wo sind meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Elba. Und ich bin die große Schwester von Viola, der Arenaleiterin. Von Beruf bin ich Journalistin. Hier, das ist eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Als Zeichen unserer Freundschaft. Du bist nicht mein Freund. EP-Teiler. Oh boy. Okay. Wenn du den EP-Teiler anschaltest, erhält nach dem gewonnenen Kampf jedes Pokémon... Was? Oh, wie geil. Oh, wie ultra episch ist das denn bitte? Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit beim Illumina Verlag besuchen kommen. Oh, wie geil ist das denn bitte? Das heißt, Moment, wo ist der? Dann einfach in den Basis-Items. Das heißt, ich schalte einfach diesen fucking EP-Teiler ein und alle Pokémon bekommen EP. Ja, er ist sogar schon an. Oh, wie geil. Oh, wie geil ist das denn? Oh, das ist... Oh, das ist so episch. Okay, gut. Wow, das ist echt geil. Das ist eine gute Neuerung. Eine großartige Neuerung. Okay, Route 4, der Parterreweg. Oh Gott, das ist ein Heckenlabyrinth. Schutz! Ah, oh. Sollte ich mich damit ausstatten? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht, solange ich die Routen noch nicht hundertprozentig kenne. Und in diesem Heckenlabyrinth gibt es bestimmt 2 Millionen. Millionen Items. Versteckte, also Items, die versteckt sind. 2 Millionen. Oh Gott, ich komme auf diesen EP-Teiler nicht klar. Wie? Honig? Was kann ich denn mit Honig machen? Was ist Honig? Der Duft des Honigs lockt wilde Pokémon an. Oh. Ah, oh. An besonderen Bäumen. I see. Das heißt, den hebe ich mir mal gut auf. Ja, das mache ich. Da gibt's nichts. Muss jetzt alles mal abgegrast werden, ne? Man kann ja nie wissen, wo ein geheimes Item lauert. Oder Trainer. Nein! Mein Krebschor und ich zeigen dir jetzt, sein Hake ist... Okay. Wow, what the fuck? Tu das Ding weg! Gärtner Björn. Krebschor. Oh, das ist ein Pokémon. Wow, du siehst echt fucking episch aus. Ich habe mir die Werte noch gar nicht genau angeschaut, muss ich gerade mal dazu sagen. Ich habe nur kurz geguckt und dann wieder weggedrückt. Das sollte ich noch ändern. Okay, du bist definitiv ein Wassertyp. Hätte man sich eigentlich bei einem Krebs denken können. Lebensula, okay. Okay. Na gut, das macht ordentlich Schaden. Das soll jetzt nicht allzu viel ausmachen. Nee. Vorzüglich. Und damit stirbst du. Und ich habe vergessen, ins Pokémon Center zu gehen. Ich habe eben vor dem Pokémon Center gestanden und bin dann wieder davon... Oh Gott, schaut euch das an. Die kriegen alle einfach Erfahrungspunkte. Häschen ist Level 6. Oh, wie episch. Du meine Güte, jetzt hast du uns gezeigt, was eine Harke ist. Ah, Hilfe.
Es war übrigens das Geräusch einer Kettensäge. Auch wenn er keine Kettensäge in der Hand hatte, sondern so einen Heckenschneider. Aber hey, ist ja fast das Gleiche, ne? Man kennt ja das Texas-Heckenschneider-Massaker. Ist ja bekannt. Manchmal möchte ich mich einfach selbst umlegen. Muss ich ehrlich mal so gestehen. Ab und an gibt es einfach so Tage, wo ich denke, jetzt rennst du gegen eine Wand. Und, nee. So, Pokémon Center. Und ich habe immer noch nicht ins hohe Gras jetzt auf Route 4 geschaut. Oh, das geht so schnell. Okay, wundervoll, 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 wundervoll. Dann kann ich auch guten Gewissens hier das Team erstmal so beibehalten. Und gucken, was passiert. So, jetzt gehen wir erstmal wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Geht dahin, wo du herkommst und schauen hier ins hohe Gras und finden... Swoosh! Ein Flabebe! Soll ich eins fangen? Ah, ich habe mir Dings immer noch nicht genau angeschaut. Okay, wenn du diesen Kratzer überlebst, bist du es würdig, eingefangen zu werden. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir mache, aber ich fange dich jetzt einfach mal. Denn was man hat, das hat man, hat man, hat man. Wusch! Kling! Fling! Bonk! Das ist alles so unglaublich episch inszeniert. What the fuck? Okay. Das hast du dir so gedacht, Fräulein. Noch ein Pokéball! So. Flop. 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 Dankeschön. Klasse, Flabébé würde gefangen gehen. Oui, oui. 52, achso, ja. Oh Gott, 1000 Millionen Erfahrungspunkte dafür, dass ich einen Pokémon fange. Okay. Was haben wir denn da? Es entlockt Blumen ihre geheimen Kräfte und kontrolliert diese nach Belieben. Die Blume, die es trägt, ist wie ein Teil seines Körpers. Oh, das ist ein Feentyp. Wie überaus praktisch. Da haben wir gleich, ein Pokémon mit dem neuen Typen. Das ist ja super. Das bietet sich echt super an. Okay, was ist der Name für ein Flabébé? Ist ja doof. Bin ich da irgendwie ran? Das ist ja blöde. Ich wollte es Wii-Wii nennen. Aber ich kann keine Akzente machen. Deshalb machen wir es ohne Akzente, ganz einfach. Wirklich keine? Ich hab eh mit Akzent. Das ist auch schon alles. Na gut, wenn du meinst. Dann nennen wir es Wii-Wii. Okay. Vorzüglich. Wii-Wii! Das fehlt ein Pokémon. Wer kennt's nicht? Okay, also, Flabébé war nicht der, Ohrdoch-Ersatz. Was bist du denn? Ein Knospi! Oh Gott, ist das klein! Und vor allem tot. Ich mag das mit dem Stock gerade echt. Das hat so ein bisschen was von einem Zauberstab. Ich habe mir auch noch gar nicht den Pokédex-Eintrag angeschaut. Vielleicht machen wir das einfach. Werte, Pokédex-Eintrag. Dann haben wir alles erkundet. Schauen wir doch mal. Bericht. Okay, also das ist definitiv ein Pokémon, das eher auf Spezialangriff wohl wächst und hat eine gute Initiative. Also ein spezielles, schnelles Feuer-Pokémon. Okay, dann kann ich mir schon mal nicht vorstellen, dass du später Feuerkampf wirst, wie jedes andere Feuerstarter-Pokémon, das jemals existiert hatte. Das ist natürlich bei der Nitro-Ladung dann blöd, weil die physisch ist, aber hey. Man hat immer noch den Stab und das Ding macht immer noch guten Schaden. Und was sagt der Pokédex-Eintrag? Ein Eintrag mit D? Oui, oui, D. De Pokédex. Hier. Wo bist du denn? Da. In seinem Schweif steckt ein Zweig, den es bei Bedarf mit der Reibungswärme seiner Schweifhaare anzündet und im Kampf einsetzt.
Okay. Also, quasi ein Streichholz. Na gut. Warum denn auch nicht? So. Da waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier werde ich nicht fündig, was Ohrdochersatz angeht. Du hast echt eine uncoole Route, die du hier abgehst. Muss ich mal so sagen. Gegengift, okay. Das nehme ich doch gerne an mich. Jawohl. Oh, lass mich vorbei, Mann! Nein! Was haben wir hier? Ich bin gespannt. Swoosh! Ein Wadribi. Haben wir schon gesehen. Next! So. Geheimes Item. Nö. Na gut. Jetzt gehen wir noch den anderen Bereich ab, denn es gibt ja offensichtlich ein zweites Heckenlabyrinth hier. Gehe ich auch einfach wieder von unten nach oben durch. Und wir gehen... Das ist doch exakt das gleiche Layout, oder? Ach, keine Ahnung. Gehen natürlich auch nochmal die ganzen Sackgassen ab. Denn es könnte sich überall was verstecken. Oder auch nicht. Hier? Nee? Ich sollte vielleicht mal ganz durchgehen. Nö. Okay. Was haben wir hier? Einen Supertrank. Das ist doch schön. Den nehme ich gerne an mich. Okay. Ups. Okay. Noch eine Sackgasse. Haben wir ja auch wieder den Heckenschneidermörder. Ein Superball. Das ist schön. Die kann ich, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Auch nix. Jetzt bin ich doch schwer verwundert, muss ich mal so sagen. Kein einziges... Oder ich hab's einfach verpasst und es ist irgendwo anders. Das ist eine Möglichkeit, die durchaus besteht. Okay, hier ist nichts. Das ist so offensichtlich, dass hier theoretisch was sein müsste, aber da ist nichts. Das Spiel will mich einfach verarschen. Das wird sein. Das Spiel ist einfach von Grund auf bösartig. Perlbrunnen, wo Harmonie der Akzeptanz entspringt. Shiny. Ah! Wow. Funky, stop and go von wegen. Mit meinen Rollerskates fahre ich nonstop Siege ein. Du bist wahrscheinlich eine Frau. Nein. Herausforderung von Rollerskater Quinn. Mit seinem Taubsi, Mensch. Ich dachte schon, du wirst jetzt irgendwie gefährlich. Ey. Na gut, hauen wir es weg. Hier, Nitrolal und da sollte reichen. Wusch. Ach, komm schon. Wirklich. Ganz im Ernst, ja? Du überlebst mit einem Tausendstel deiner HP. Na gut. Du hast keinen neuen Ruf. 106 Erfahrungspunkte. Häschen erreicht Level 7. Oh, das ist ja wunderbar. Ruckzuckieb. Das ist, ja. Das ist Ruckzuckieb, ne? Na gut. So, aber da war definitiv noch ein Rollerskater drin. Ein Rollerskaterin. Wäre es nicht toll, wenn man gleichzeitig skaten und Pokémon-Kämpfe austragen könnte? Also quasi das, was ich gerade mache. Rollerskaterin Francine. Okay. Mit einem Datiri. Natürlich. Wieder ein Vogel. Vogel! Okay. Nitroladung. Komm. Komm. Haus weg. Ah, oh, Bullshit. Heuler, ja? Na gut, wenn du meinst. Interessiert mich leider nur nicht die Bohne. Ruckzuckieb, ja? Du willst das also noch in die Länge ziehen. Du willst deinem Untergang hier entgehen. Aber du schaffst es nicht. Du bist tot. Vernichtet. Besiegt. Und Wiwi erreicht Level 7. Oh, Wiwi! Level 7! Ich bin sehr gespannt, in was sich das Ding entwickelt, wenn es sich überhaupt entwickelt. Wahrscheinlich ist es das Sonnenkern der Feen-Pokémon oder sowas. Wir werden sehen. Okay. Hier sonst noch irgendwas Interessantes, was interessant sein könnte. Und mein Interesse weckt. Moment, was ist denn das? Das, lieber DK, ist eine Bodentextur. Okay.
Oh Gott, noch mehr Hacken. Ich glaube, wir werden den Professor in dieser Folge auch wieder nicht zu sehen bekommen. Das ist ja unglaublich. Na gut. Nee. Keine versteckten Items, oder ich finde sie nicht. Das ist definitiv eine Möglichkeit. Na okay, hauen wir ein paar Trainer um. Oder? Wie gemein! Okay, hauen wir ein paar Trainer um. Na gut, hauen wir ein paar Trainer um. Hey du! Ich mag die Pokémon nicht nur. Oh nein, ich liebe sie regelrecht. Oh ja! Oh nein! Oh ja! Huch! Eine Herausforderung von Pokéfan Mareike! Burmi wird von Mareike eingesetzt. Okay, dich kenne ich. Du bist kein neues Pokémon. Du bist ein totes Pokémon. Oh, sie hat drei Pokémon, sehe ich jetzt erst. Genau wie ich, aber ich bin besser. Und maßlos überlevelt. Okay. So, Level 17. Ich glaube, ich kann so langsam mal dem Rest des Teams auch ein bisschen Vorrang lassen. Was war das letzte Burmi jetzt? Level 7? Schauen wir mal, ob Hasten was reißen kann. Und damit es nicht so aussieht, als ob ich nur Dings benutze. Ja, Level 7. Ah, das ist der andere Burmi-Typ. Ruckzucki. Ponk. Gut, das macht quasi keinen Schaden. Das macht genauso wenig Schaden. Das könnte ein abwechslungsreicher Kampf werden. Ja, definitiv. Sehr abwechslungsreicher Kampf. Wer erst im Crit landet, gewinnt. Okay. Na bitte. Honk. Yay, Level 8. Sehr nice. Oh, Sklaffer auf Level 10. Pflanzenattacke? Krankenhieb. Na endlich. Du wirst einigermaßen nützlich. Ich hau deinen Silberblick raus. Komm. Blink. Yays. Okay. Noch ein Burmi, natürlich. Er darf jetzt auch mal das Klaffe was tun. Für sein Geld. Yay! Hallo! Ah, du bist pink. Okay. Kratzer. Oh je. Das geht jetzt wieder so die ganze Zeit hin und her, ja? Na gut. Warum denn auch nicht? Wenigstens macht Sklaff ein bisschen mehr Schaden. Das ist ja immerhin schon mal ein Anfang, ne? War das ein Trank, während ich gerade weggeguckt habe? Oh, komm schon, das war entweder ein Trank oder eine Beere. Ich habe gerade auf einen anderen Screen geschaut, muss ich ehrlich sagen, während ich hier auf A hämmere. Oh, okay. Na fein. Tot. Und noch ein Level Up? Nein. Was verbindet dich in dein Team? Freundschaft? Liebe? Ihr seid ein tolles Gespann. Mehr Geld! Mehr Geld! Okay, da verstecken sich 110 Milliarden Items und ich finde sie alle einfach nur nicht. Giftstich. Giftstich. Attacken vom Typ Gift verstärkt. Ah, okay. Ich benutze nie Gift-Pokémon. Ich war sehr verwundert, dass in Schwarz und Weiß 2 die zweite Arena eine Gift-Arena war. Aber auch nur, weil ich selbst keine Gift-Pokémon benutze. Den wollte ich nur mal gesagt haben. Du da! Du bist alt genug, um mit mir zu kämpfen. Die Pokémon habe ich gerade erst in Tausch bekommen. Und dann gleich mein Kämpfchen wagen. Das glaubst du doch selbst nicht, Mann.
Eine Herausforderung von Vorschüler Carsten. Oh, er hat einen Glurak-Rucksack. Carpador. Du hast einen Carpador im Tausch erhalten. Ich glaube, du wurdest übers Ohr gehauen, junger Mann. Tut mir leid, das zu sagen. Ja. Okay. Gut. Damit wird das geklärt. Oh. 76 Erfahrungspunkte. Na dann. Wie wie auf Level 8. Ich trau mich ehrlich gesagt, Wii im Moment nicht einzusetzen. Es sieht so klein und zerbrechlich aus. Mal davon abgesehen, habe ich keine Idee, gegen was der Feentyp stark und schwach ist. Hey, hey, weißt du was? Ich will unbedingt gewinnen. Und ich will kämpfen. Ich fand das so niedlich. Vorschülerin Marissa. Mit einem Knospi. Na, zum Glück habe ich gerade mein Feuer-Pokémon draußen. Moment, ich habe mein Feuer-Pokémon immer draußen. Ah. Ups. Okay, gut. Sollte ja reichen. Womp. Ich habe mir ja Wii noch gar nicht genau angesehen. Sollte ich vielleicht mal machen. 108 Erfahrungspunkte dafür, okay. Ach nö, warum hast du mich nicht gewinnen lassen? Weil sich das nicht gehört, kleines Kind. Du musst auch mit den Niederlagen des Lebens klarkommen. na gut, dann trainiere ich Knospi eben noch mehr. So ist besser. So, Wii, was kannst du denn? Aha, also Spezialangriff, Spezialverteidigung ist recht hoch, okay. Und eine Feenattacke, Feenbrise. 40 Stärke, 100 Genauigkeit speziell. Okay. Ich habe das Gefühl, dieses kleine Ding ist stärker als Häschen. Und kommt den Werten vom Sklaffen recht nahe. So im Durchschnitt. Ich glaube, die Größe von Wii sollte man nicht unterschätzen. Das kleine Ding hat's in sich. Okay, gut. 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 Kein Problem. Ich dachte, das wäre so ein Baby-Pokémon oder sowas. Aber das Ding ist ja eine Todesmaschine quasi. Ne? Oh, ich sehe schon, wo ein Item versteckt sein wird. Das meinte ich damit eigentlich nicht. Aber okay, gut. Gut. Sondern da, in dem Gras. Hi. Der Garten ist der Hingucker auf dem Parterreweg. Weißt du, wie man so einen Garten nennt? Horst. Gewinne gegen mich und ich verrate es dir. Okay. Das sollte sich als kleineres Problem darstellen. Oh mein Gott, er hat schon wieder den Heckenschneider. Oh. Und er hat einen Krebskorb. Krebskorps. Hauen wir's weg. Mit dem Sklaffen. Denn er hat jetzt Rankenhieb. Haha. Hallo. Ja, du mit deinem Blubber. Mach mir überhaupt nichts, Mann. So, gucken wir doch mal. Rankenhieb. Bin gespannt, wie der aussieht. Wie ein Rankenhieb. Und das war eine halbe HP-Leistung. Ja, gut. Na, ich meine, das ist Level 10 gegen Level 10. Von daher. Sei das nochmal genehmigt, lieber Sklaffe. Wundervoll. Und. Okay. Ich kenne mich mit Gärten aus. Du dafür mit Pokémon. Okay, warum bist du dann Pokémon-Trainer? Du hast mir übrigens nicht verraten. Bei Gärten, die ein wenig an Irrgärten erinnern, spricht man von geometrischen Gärten. Eine wahre Zierde für den Parterreweg. Netzball. Okay. Hebe ich mal auf. Man weiß nie, wofür man den mal gebrauchen kann. Hier ist kein Item. Hier ist tatsächlich kein Item. Und ein Knospi. Haben wir schon gesehen, wollen wir nicht, weg damit. Okay, vorzüglich. Ups. Ah, ich komme hier nicht mehr raus aus dem geometrischen Garten. Der ist mir zu geometrisch.
Okay, dann würde ich sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus. Das nächste Mal erkunden wir dann mehr von dieser Route und hoffen, dass wir dann Professor Platon treffen, den ich jetzt schon seit 1000 Episoden treffen will. Und würde sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass das beide so gut gefallen. Falls ihr aber abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö. Tschüss. Ciao. Tschüss. Geht. Da. Weg. Weg. Weg von dem Video. Da. Guckt euch andere Videos an. Und gibt Videos gucken. Bis dann. Tschüss.